Oder? Wir sind jetzt gerade wieder live. Genau, klein Andi. Wenn das jetzt so bleibt, dann ist das okay. Ansonsten gehe ich jetzt echt rüber und schalte den Router aus und wieder an. Ja, sorry dafür, dass jetzt gerade hier diesen fiesen Scheißschluck auf hat. Super kacke jedenfalls. Genau, wir haben das jetzt glaub ich, auch hier hinzugefügt. Es ist die Frage, der hat jetzt gesagt, er aktiviert da jetzt. Genau, der wollte da jetzt was checken. Und jetzt ist die Frage, was checken der da jetzt? Und kann ich da jetzt auch irgendwas tun? Hachi. Turbine C2 Registry initiated. Ja, ist jetzt. Warte mal. Ja, nachher diesen Information gathering E-Scanner. module initiated. Mit dem. Wenn ich jetzt aber die Payroll haben will. Okay, und das war der andere Service. Dick SFV-1. Data. Data. Okay, wir haben jetzt. Nach dem WMI-Scanner, mit was ging es? Nee, den WMI-Scan haben wir erst dann eingesetzt, wenn wir drin waren, ne? Initiated. So. Okay, jetzt weiß ich also, was für CRMs da laufen. Die Frage ist, wie komme ich denn da jetzt dran? Fox Acid Server Connection initiated. Also warte mal, wir könnten jetzt eigentlich noch schauen. Exploit Database. Information Gathering Module initiated. So, wir. Ich schaue jetzt einfach mal hier nach. Sysploit QNAP. Geht das? Das. Fox Acid Server Connection initiated. Warte mal, wie sah das denn aus nochmal, als wir das mit dem SharePoint gemacht haben?
SharePoint 2007. Genau, da haben wir tatsächlich dann das hier gesehen. Generic World. Wir können auch einfach dann Alpha Exploit Script Delivery. Ist egal, glaube ich. Rootkit, mal das hier. Target URL ist dann. Was ist es denn dann? Können wir da irgendwas überhaupt was eingeben? Oder funktioniert das nur, wenn wir außerhalb sind? Localhost, Target, QNAP, Target Port war 80.81. Ne, das war hier nichts. Hier. Geht das? Fox Acid Attack failed. Action at start news live news stream live faster. Fox Acid Attack failed. Schade. Und Servus Lucifer, was geht denn? Schönes Reinschaust. Wir spielen hier gerade Night Team 4. Ein Spiel, in dem wir anhand von realistischen Beispielen quasi hacken. Und wir haben hier eine super fancy Oberfläche für diesen ganzen Spaß. Wir hängen jetzt hier gerade nur so ein bisschen. Also unsere Aufgabe sind, in dieses hier in Newstream Live einzudringen und herauszufinden, was die Laura Walker so tut. Das Ding ist, wir haben jetzt eigentlich die Daten, dass sie hier mit diesem Auto unterwegs ist. Und eigentlich müssten wir doch jetzt hier mit dem, was war das hier? Drone and Imagery Intelligence active. Genau, müssten wir jetzt eigentlich mal rausfinden, wo sie ist. Hive Mind NetX Keyscore Forensics initiated. Und das Problem ist, ich weiß gerade nicht, wie wir es rausfinden. Ich weiß auch gerade nicht, ob wir es eventuell kaputt gemacht haben. Weil eigentlich hat er ja gesagt hier, schaut mal eben. I'm looking at the evidence you just found. She shares the same company vehicle records as the cameraman, and it's been checked out a half hour ago. I think we got a serious lead here. Let me activate some of Ottawa City's data infrastructure in X Keyscore so you can investigate further. Look at the service entities and see if one of them can help us out. Okay. Oder warte mal. Warte. New Stream Live. Das Ding ist, er hat ja gerade gesagt. Look at the service entities and see if one of them can help us out. Look at the service entities. Median Advertising, Camera Crew, Technician. Hätte es gesagt, der Chris Hansen eventuell. Aber die Frage ist, wie verbinde ich mich denn? Wie komme ich denn zu dem? Oder muss ich den jetzt einfach nochmal finden quasi? X Keyscore Forensics initiated. Nee, das war doch der Chris Hansen, oder? Das ist der Techniker. Beim Techniker hätte ich halt erwartet, dass der irgendwie was darüber potenziell weiß. Hm.
sonst jetzt halt noch die Merida. X-Keyscore Forensics initiated. Er ist, ist es. Nein. Wir haben das jetzt nur. Genau, nur hier haben wir das halt jetzt gefunden. Sehen wir trotz sonst noch irgendwas? Ich bin einfach zu dumm dafür jetzt gefühlt. Turbine C2 Registry initiated. Ich müsste jetzt. Warte mal. Network Intrusion Module initiated. Müsste ich jetzt einfach. Müsste ich jetzt einfach hier mit einem. Ich müsste ja eigentlich jetzt nur mit dem Dings reden. No? Das? Information gathering module initiated. Nein, das ist Wi-Fi-Krempel, das brauche ich jetzt nicht. Das Ding ist, eigentlich hätte ich erwartet, dass er uns das halt schon alles sagt. Und das Command Center hilft uns auch nur bedingt weiter. Warte mal, was ist denn dieses... Ah, Quatsch. Was ist denn dieser Team-Attack-Server? Das weiß ich halt auch nicht. Ah. Okay, wir können einfach jetzt hier mit Leuten reden. Oder? Vermutlich. Wir könnten das hier einfach nur gemeinsam arbeiten. Das ist dieser Multiplayer-Aspekt. Ja, ich versuch's auf jeden Fall. Vielen Dank, Lucifer, für die Ermutigung. Ich bin ja noch gespannt, ob ich das noch irgendwie hinkriege. Weil hier finde ich auch nichts. X-Keyscore Forensics. Initiated. Könnten wir mal fragen, ob sie doch irgendwas shippen? Vermutlich finden wir hier nichts. Nein. Ich fühle mich gerade so richtig dumm, weil ich nicht drauf komme, was ich zu tun habe. Wow, you're doing great. I'm looking at the evidence you just found. She shares the same company vehicle records as the cameraman, and it's been checked out a half hour ago. I think we got a serious lead here. Let me activate some of Ottawa City's data infrastructure in X-Keyscore so you can investigate further. Look at the service entities and see if one of them can help us out. Kann das, warte mal, kann das sein, dass jetzt irgendwie neue Sachen hierzu hinzugekommen sind? Und das einfach nicht updated? Weil er hat ja eigentlich gesagt, er will ein paar Services aktivieren. Ich sehe hier keine Services, die aktiviert werden. Ich glaube hier. Warte mal. Ich starte mal das Spiel neu. Weil irgendwas kommt mir gerade so ein bisschen spanisch vor. Oder warte, Reset Game? Kann resetten. Hive Mind Network Online. Channel 0093. Secure Uplink initiated. Weil wir sind jetzt nicht so weit gekommen. Also wir haben jetzt nicht so viel gemacht. Und von daher. Das kriegen wir jetzt schnell wieder hin. Welcome, Agent. Genau.
Dann machen wir das jetzt kurz. We believe that news. Com check. The DN. Dann schauen wir auch diesmal, dass wir das nicht kaputt machen, sondern alles hier bei der Booking kriegen. Und ich glaube, irgendwo haben wir irgendwas kaputt gemacht, eventuell. Und genau, das ist nicht so gut. Let me look at the DNS mapping analysis you just did. Okay. Genau, jetzt kommt. Also wir hier werden nämlich ja nach und nach die ganzen Dinge freigeschaltet. Und dann müssen wir halt hier nach dann suchen. Das haben wir vorhin ja schon gemacht. Wenn wir gleich hier fertig sind, dann kommt das nächste. Dann machen wir hier die Exploit Database auf. That's the vulnerability we're looking. So, und dann kommen wir hier zu einem Fox Asset. Let me give you a quick o- das hatten wir ja schon gemacht. Das ist über DCP. Und zwar ein Custom Soap Request. Wollen auf After Midnight einspielen. Hier können wir jetzt kurz schauen. Ob wir das kopieren können. Ja, können wir. Wunderbar. SharePoint 2007 und das 8081. Der. Ne, 8082. Fox Acid Attack launched. Fox Acid Attack successful. Backdoor connection. Genau, das war verknüpfen. Okay, I am configuring Laura Walker's record. Dann schauen wir doch mal mit dem E-Scanner. Können wir scannen. Employee Registry and Payroll. Employee Registry. Just use the dig command and target their server to initiate a connection. You can hit tab to auto-complete a target URL, by the way. Dig und dann X key score forensics initiated. Genau, hiermit haben wir das hier unlocked. Dann ziehen wir hier die Laura Walker und den Dings rein. Da kriegen wir dann hier die Camera Crew ID. Wow, you're doing great. X key score forensics initiated. Und genau, und jetzt kommt dann auch hier dieses New Entities Unlocked. Jetzt können wir nämlich die Authorized Traffic den ganzen Krempel hier freischalten. Und da hatte es nämlich vorhin gehakt. So. Add to case file. Add to case file. Add to case file. Good. So. Und jetzt können wir mal schauen, ob wir eigentlich sind wir die hier. Schauen wir mal, ob wir damit irgendwas anfangen können. Traveling Chatter. So. X-Score. X-Key-Score Forensics initiated. Dann haben wir den Police. Die Frage ist jetzt auch, wie bekommen wir jetzt weil wir wissen ja jetzt eigentlich die warte mal wenn wir jetzt
Jetzt schmeißen wir jetzt irgendwen davon raus und nehmen wir noch den Police Scanner dazu. Frage ist natürlich jetzt auch, mit welchem Service wir sie hier verbinden müssen, damit irgendwas passiert. Damit wir irgendwas finden. Das ist natürlich unpraktisch, dass sie da anscheinend gar nicht wichtig ist. Okay, bis gleich, Lucifer. Partial. Okay. Kommen. Partial. Das ist doch die Laura Walker, die wir hier dazu nehmen müssen. Ach so. Bei New Stream Live waren ja. Genau, da waren nämlich ja hier die Fahrzeugdings. Okay. Target Laura Walker has been located. Alright, let's be quick here. I'm transferring imagery command and control to your station. Use our East Coast satellite to track them down. The CCTV has GPS coordinates and the plate number to help you out. Drone and Imagery Intelligence active. Ja, coolio, dass ihr mir das Ding jetzt direkt weggenommen habt. X Key Score Forensics initiated. So, also, was? 4, 5, 3, 2, 10. X Key Score Forensics initiated. Drone and Imagery Intelligence. Punkt 3, 2, 10 war es doch, glaube ich. Zu sehen und minus 75 8333. Drone and Imagery Intelligence active. Okay. NSL01 was? Finden wir hier was? Well, look at that. Isn't that nice? From a simple web URL to a real-time tracking of our target by satellite. And we've had that technology since 2009. Can you imagine what type of tools the big boys are playing with at level C6? One day I'll get that clearance level, I'm telling you. Let's scan the area for any wireless signatures. Smart billboards. That's gonna be fun. Gotta say, unsecured civilian technology is an invaluable asset. You don't follow, eh? Let me explain. You know the big billboards everywhere in a city? Well, schon. These advertising people use technology to know how efficient they are. Schon gruselig. Each of them are configured with short-range scanners that looks for cell phone Wi-Fi signatures. You should know this already, but your cell phone is constantly looking for known Wi-Fi so we can automatically connect you. That's why you can walk in your home and don't have to manually activate your Wi-Fi. Well, these billboards are listening to the specific network activity from your cell phone. Since all cell phones carry a unique signature, they can know how many unique devices have passed in front of their billboard. Now, let me show you how powerful such technology can be. First, we will hook ourselves into the Trium Media Smart Billboard data feed so we can track this real-time information. You already know the steps. Scan their network, investigate potential vulnerabilities, and deploy after midnight so we can get access to their internal network. Their main domain is triummedia.com. I won't hold your hand this time. It's time to show me what you learned. Good.
Und jetzt werden wir nochmal das Ganze machen, was wir jetzt eh schon hatten. Also, die StrimeMedia.com werden wir jetzt rausfinden. Also, Information Gathering Module initiated. In S-Faser schauen wir jetzt einfach mal StrimeMedia.com. Achso, genau. Wollten wir 15 Sekunden sollten reichen. Genau, das Tutorial ist so halb bestanden. Jetzt müssen wir noch zeigen, dass wir es auch wirklich verstanden haben. Also, wir haben ein Webmail. Und haben Sie vielleicht auch ein... Ah, wir haben eine Billboard-API. Wunderbar. Das hört sich doch gut an. Dann schauen wir doch gleich mal hier Fingerprinting. Was gibt es denn für nette Möglichkeiten, hier zuzugreifen? Genau, einfach nur ohne Parameter. Da finden wir schon mal 2, 3, 4. 4 Ports. Okay. Finden wir noch einen weiteren? Nein. Wir finden das hier. Aber wir finden auch eine Schwachstelle. Sehr geil. Also gucken wir doch mal, was unsere Database dazu sagt. Und irgendwie hat da gerade irgendwas geglitscht. Das fand ich nicht so nice. Sexploit. Exploit Media Server 3.0.1. Okay, also allows 3.0. irgendwas allows attackers to execute arbitrary code via UDP attack vectors using segmentation fault vulnerability on port 1935. The exploitation doesn't need any form of authentication. Gut, dann bauen wir doch mal hier unsere Dings. Fox Acid Server Connection initiated. Also, es hat geheißen, was, nein, nicht HTTP, sondern UDP. Sollen wir mit Segfault unserem After Midnight platzieren? Was war nochmal die Dings jetzt? Nee, da war es nicht, sondern hier. Target Technology, da hatten wir Media Server, okay, was ist hier, Media Server, Strich was, 3.0.1, Target Port, 1935 war es doch, no, 1935, Fox Acid Attack launched. Probieren wir, alles gut. Fox nice acid job. Attack now, successful. Activate the VPN and go back to our satellite feed. Connection start completed. The tracking again. Hopefully they haven't left the area. Okay, das hoffen wir doch mal, dass die immer noch da sind. Dann können wir jetzt nämlich Drone and Imagery Intelligence. Target active. Lost. Ja, wunderbar. Gefunden. Und jetzt finden wir hier ganz viele davon. Es ist jetzt die Frage, was ist es dann? Wenn wir jetzt das hier aktivieren. Okay, es könnten jetzt nur noch ein HTC, ein Apple, ein BlackBerry oder ein Samsung sein. Ist die Frage, welches der vier? Gut, dass wir das nicht selber machen müssen, ey. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass wir nochmal einen Black Billboard vorbeifahren. Und dann werden wir die möglichen nochmal runterschrauben auf vermutlich dann hoffentlich nur noch eins. Ja, hier kommt wieder ein Billboard. Und ja, das ist super creepy, wenn man sich echt mal überlegt, dass das tatsächlich der Weg ist, wie das auch in der realen Welt funktionieren kann, ne? So. Apple. Network Intrusion Module initiated. Add to case file. Okay. What is that? What the hell is going on? Something's wrong with the car. Hold on, I'm
Irgendwas sagt mir, dass die jetzt hier gehackt, dass die jetzt geholt wurden. Hey Laura, I'm really doing you a favor here, but please stop using the company credit card for your personal use. I know you had yours stolen. Doc Tuxedos are very cute, but it's difficult for me to explain these type of expenses. Thank you for your understanding, Marie. Voll gut. Sonst wen hat sie jetzt im Netz auch noch? Chris Dawkins. Wer war nochmal Chris Dawkins? Der hier. Ja, wir können hier jetzt alles Mögliche sehen. Das ist halt schon krass so. Dieser Glitch ist super weird. Der jetzt gerade durchging. Das fühlt sich immer so an, als würde man jetzt selber gehackt worden. Aber gut. Wir haben jetzt die Mission geschafft. Ne? Network intrusion module initiated. Start the tracking again. Hopefully they haven't left the area. Leider sagen sie auch nichts mehr, ne? Ist die Frage, also Mission ist ja jetzt eigentlich durch. Na? Von daher würde ich sagen, haben wir es geschafft. Können es die nächste Mission machen? Und zwar die hier. We discovered that Laura Walker was on her way to interview Texas Senator Raymond Smith when her car was remotely hacked. The senator's car was also hacked at the same time. His security team thought it was a threat and had him flown back to Washington right away. At the same time, a suspected arms dealer called for a meeting with the senator today. They might be negotiating to secure a large shipment of weapons that was supposed to go to Houston law enforcement last week. We strongly believe that someone may have hacked the senator's car in order to have this meeting with him. Due to the sensitive nature of the situation and the risk of political fallout, Night Team 4 has been asked to covertly gather intel without raising suspicion or leaving any traces. Gehen wir mal da oben rechts, war ja dieser Kreis, der voll war. Und ich schätze, das soll jetzt einfach so heißen soll, dass das ja durch ist. Naja, und gehen wir mal, was die Befehle angeht. Die Befehle sind tatsächlich realistisch, tatsächlich. Von daher. Und herzlich willkommen zurück, Bison. Schön, dass du da warst. Mein Beileid übrigens für die 2 Stunden. Ich hoffe, es war erträglich. The head of the politician's security detail is working for the Black Watchman. His phone has been prepared for you, so that you can control it remotely by using the CID backdoor module. This will allow you to hack your way to a listening device that will allow you to eavesdrop on the conversation. Our partners at the CIA have given us access to their US citizenship database. A new service has been activated in your X key score forensics module. You will be able to run background checks with their records to find relevant intel about your targets. So as a senator and as a public figure, there's already a lot that we know about him. A forensic team built a profile with all that we have on record about him, and they provided you with a new X key score entity to help you with your investigation. Your objectives are as follows. Find a way to take control of the target's phone. Activate the microphone and start listening to the conversation to hear what type of deal is being negotiated with the senator. Gather intel on the target's identity or any organizations he might be working for. You are authorized to take offensive measures against any entity outside of the room that may be linked to our target. Ja, dann vielen Dank, Lucifer, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal, ne? Und
Schlaf gut, träum was Schönes, einen guten Tag, guten Start morgen in den Tag. It's hacking time. Ich hätte echt das Ding ausschneiden müssen, ey. So, also, was haben wir denn jetzt schon? Wir haben den Josh Wallace. Network Intrusion Module initiated. Der hat einen Samsung Galaxy S3. Meine Fresse, ist das alt. Keyless. Okay. Connection completed. Mm. Good. Okay. Leider können wir jetzt hier noch nicht das Network Ding disconnected. Network Intrusion Module initiated. S713643 encrypted. Das ist total die gute Telefonnummer. Connection completed. So, dann schauen wir doch mal. Information gathering module initiated. Wir sind ja jetzt hier im Information gathering module in einem lokalen Netzwerk. Was? Denied? Turbine C2 registry initiated. Hm. Skandalös. Start status booting up. Ach so, es bootet noch. Hm. Ja, dann ist natürlich unpraktisch. Network disconnected. Connection completed. Ich komme halt jetzt bloß nicht in das WLAN rein von dem. Erst ein bisschen Murks. Turbine C2 Registry initiated. Hm. Ich will doch da nur rein. X-Keyscore Forensics initiated. Schauen wir doch mal so lange, was wir denn an Daten über die beiden über den rausfinden. Gut, wir haben jetzt schon mal seinen Pass. Ist doch schon mal gut zu wissen. Ist jetzt die Frage, ob wir jetzt noch mehr rausfinden können. Wir haben aber nur diese zwei Entities. Wir sagen, dass wir jetzt irgendwie mehr Dinge tun wollen. Können wir schauen, was er mit Laura Walker zu tun hat, aber macht vermutlich keinen Sinn. Ansonsten, wenn sie relevant wäre, wäre das vermutlich schon gelistet worden. Und Servus Particle 77. Wie geht's denn? Schön, dass du da bist. Turbine C2 Registry initiated. Wir spielen hier gerade Night Team 4. Das ist ein Hacking-Spiel, wo wir relativ an der Realität nah Szenarien präsentiert bekommen, durch die wir uns dann durchhacken. In diesem Fall,
So, ja, aber ich kann mal eigentlich auch mal schließen. Frage ist jetzt hier, warum kann ich dich jetzt nicht weiter belästigen? Wir haben doch einen Hotspot angemacht. Und darüber sind wir jetzt beide drin. Aber leider haben wir halt noch echt keinen VPN-Zugriff, weil das Scheißding erst noch hochfährt. Und mehr kann ich halt aber auch hier nicht tun. Aber es sagt, dass ich den Punkt schon erreicht habe. Die Frage ist jetzt halt, ob gerade irgendwie ein Fehler da ist. Oder ob, ja. Network Intrusion Module initiated. Ach so. Ist ja schon. Wenn wir jetzt mal hier diese Information hier raus. Das ist ja vermutlich dann dasselbe, was wir hier präsentiert bekommen. Ich habe doch aber hier die Dings einfach kopiert. ICAB. Ach so, das ist eine 8. Network disconnected. Genau, mit dem waren wir ja schon verbunden. Wir können leider seine einfach nicht sein Mikrofon anmachen. Können leider auch hier niemanden anrufen. Können uns nicht mit einem WLAN verbinden. Das hier wussten wir eh schon. Den Raymond Smith können wir auch nicht anrufen. Sondern was wir machen können, ist halt diesen Personal Hotspot anmachen. Connection completed. Es heißt zwar Connection completed, aber ich merke davon nicht viel. Na? No. Weil es heißt ja hier immer noch, dass. Warte, wo war's? Drone Hive Mind Network active. Ach, wo war's? Hier war's. Turbine C2 Registry initiated. Da ist ja immer noch, dass der offline Network ist. Disconnect Turbine C2 Registry initiated. Ich glaube, das hängt einfach gerade schon wieder. Das ist ein. Wir hatten leider vorhin auch schon, dass das Spiel dann einfach Kang hat. Connection completed. Weil gefühlt hätte es passieren müssen, dass der Person Hotspot lädt. Turbine C2 Registry. Der Status von Booting Up zu Available wechselt. Und wir dann da uns verbinden können, ne? Und wir uns dann von dort aus weiter umschauen können, was denn so WLAN-technisch da so geht. Ne? Oder Information Gathering Module. Oder können wir gerade schauen? Aerodump. Das könnte funktionieren. Das hatte ich gerade. Okay. TB. Wie heißt nochmal unser Fuzzi, den wir hacken sollen? Raymond Smith. Naja, es ist aber ein Mac. Das alles andere klingt irgendwie wie. Wir haben zwar jetzt irgendwie kein Tutorial dafür bekommen, aber ja. Machen wir jetzt mal ein Handshake. No, Handshake. Für 004096793C1E.
Okay. Was haben wir jetzt eigentlich mit dem Handshake rausgefunden? Das heißt, wir wissen, wann die Person da war. Aber das war's auch. So, Handshake dann mal den Rest noch durch. Dann schauen wir noch, dass wir das noch gleich weitermachen. Ah, wir können sehen, was der da gesucht hat anscheinend. Oder welche anderen Geräte da unterwegs waren. Das ist ganz praktisch. Das heißt, wir könnten tatsächlich rausfinden, welche er oft getroffen hat. Dieses HTC scheint ja echt öfter unable. Das heißt, wir können es eigentlich... Also wenn wir wollen, können wir es brute forcen. Network intrusion module initiated. Network intrusion module initiated. Ach so, da haben wir nur ihn gefunden. Okay, das heißt, dieses 3CAB. Wenn wir mal von ausgehen, ach so, ja, okay, wenn wir mal von ausgehen, dass das der Bodyguard, dann wird das hier. Network intrusion module initiated. Unser Opfer sein. Tada! So, jetzt können wir mal schauen, was seine Messages an John Gneiss mean to meet tomorrow, the usual place, noon. I'll make the arrangements. Okay. Und Debbie hat geschrieben, make sure that Sarah gets to Yorkshire on time for her first day. I have a bunch of meetings today, but I'll see you tonight. Genau, also ich habe jetzt auch gedacht, so, bringt das was? Und dann eigentlich, ja, bringt total viel was. Genau, dieser John Gneiss. Notes. Senators deleted notes. X key score forensics initiated. Okay, the Senate has his hands in more cookie jars than we thought. We'll look more into this later. Stay on mission. Genau, damit haben wir Redwood Dynamics entschlüsselt. Pick up Sarah from daycare, buy roses for Debbie, request a meeting with Charles Wood at redwooddynamics.com, send order to product at redwooddynamics.com, ask my Jane to book my hotel in Ottawa. To-do list. Hardware drop at 3 p.m. Thursday. Bay Area Park. Ja. Trade at the Hardware Store. Es klingt alles nicht so, als wäre das das, was es, was er da behaupten will. So. Genau, aber add to case file erstmal, damit ich den nicht immer noch finden muss. Und dann hier Wi-Fi, genau. Genau, weil was wir haben vorhin ein bisschen Schmarrn gemacht. Wir hätten, als wir hier Aircrack gemacht haben, hätten wir natürlich nur nach diesem Sofitel. Warte mal, wir machen das mal in einer neuen Session. Aircrack. Information gathering module. Mal hier Aerodump. Und dann sollten wir doch Handshake. Und zwar dieses hier ist es, glaube ich, ne? Genau, und dann hätten wir hier rausfinden können, dass das da immer die sind.
Wir hätten die ganzen anderen gar nicht handshaken müssen. Aber gut, das wissen wir jetzt dann fürs nächste Mal. Und, genau. Aber gut. Schön. Was ist unsere Aufgabe? Through JG's phone to listen to the conversation, find out who JG's is. So. Also das heißt wohl doch irgendwie, dass wir drin sind, aber irgendwie nicht so wirklich. Ich habe keine Ahnung. Okay. Bitte, wer nochmal war JG? Ach ja, JG war der Hacker. Ist die Frage, wie, also was für Informationen bekommen wir denn jetzt hier? X key score forensics initiated. So. Hauen wir nochmal Redwood rein. Schauen wir mal, was passiert. Vermutlich hätten wir die US Citizen Datership, Citizen Database raushauen können. Aber hier. Wir haben eine Lieferungsding hier. Delivery problems. Hi, Senator Smith. We are sorry to inform you that we might have problems with your delivery. A group of Canadian citizens is trying to invalidate the sale of armored vehicles with Saudi Arabia. This contract represents billions of dollars for us and could also impact the activities of our company's American branch, which have facilities in your area. We learned that you were going to Canada for trade negotiation, and we think that your influence could help us secure the trade. Concerning your orders for 5 multi-purpose assault utility launchers and a cased rocket, we strongly believe that we will be able to deliver from them to you in time once this little problem with the Canadian Supreme Court is resolved. Thank you very much. Best regards, Redwood Dynamics. Okay, cool. Wir sind jetzt irgendwie weitergekommen. Aber ja. X key score forensics initiated. Das ist ja jetzt alles schön und gut. Network intrusion module. Aber können wir jetzt damit auch was anfangen? Wir können ja jetzt leider dieses Dings nicht anmachen. Und warte mal. Was sind denn deine Kontakte? Aber das kann man zumachen. Haben wir denn hier Kontakte, die gleich sind? Raymond Smith. The Office. Ne? Ich müsste mal hoffen, dass wir irgendwie ins Office kommen. Man so viel bei Hackner noch so eine Rechnung oder sagen. Oder geht da alles und man hat unendlich Ressourcen. Ich bin nicht sicher, was ich eventuell schon. Ich weiß jetzt nicht, was wie die Ressourcen in Hacknet ablaufen, deswegen. Achso. Wir könnten bei verschiedenen Leuten jetzt hier ihn anschwärzen. Nochmal, bei wem haben wir denn jetzt bisher schon ein bisschen Reputation gesammelt? Bei... Ich würde mal sagen, wir sammeln weiter bei CSIS und melden ihn einfach bei CSIS. Confirm orders. Yes. So. Damit haben wir jetzt auch tatsächlich den Optional Task hingekriegt. Aber das Blöde ist, wir sind halt immer noch nicht näher an dem eigentlichen Ziel dran. Na, das eigentliche Ziel ist ja, zu dem JG hinzuhacken.
Und irgendwie fühlt sich's nicht an, als hätten wir... Turbine C2 Registry. Eventuell ist, hätte jetzt hier doch mehr passieren sollen. Information Gathering Module initiated. Können wir schauen, ob das was hilft, weil wir können ja natürlich auch auf Nicht-URLs können wir Dinge tun. Okay, anscheinend der kann das nicht. Warte mal, aber das ist doch Unsinn. Eigentlich müsstest du mit IPs wunderbar Dinge tun können. Information Gathering Module initiated. Und eigentlich müsste ich auch mit Netscan hier irgendwie Dinge tun. Aber wenn wir natürlich keine VPN-Connection haben, weil das Ding spinnt, dann ist natürlich Kacke. Network disconnected. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Fehler ist oder ob ich zu dumm bin, um die richtige Dinge, also das Richtige zu tun. X Keyscore Forensics initiated. Genau, wir werden ja dann eh nur immer nur diesen Excerpt finden. Turbine C2 Registry initiated. Turbine C2 Registry initiated. Network Intrusion Module initiated. Achso, da gehe ich lieber. Network Intrusion Module initiated. Ja. Wenn das mit dem Hotspot funktionieren würde, dann wäre das total Connection Premium. Connection completed. Es sagt halt Connection completed, was halt Turbine C2 Registry initiated. Bullshit ist. Connection completed. Turbine C2 Registry initiated. Connection completed. Ja, ich und meine Indie-Games, ne? Aber ich habe halt Spaß an meinen Indie-Games. Servus, Gami. Schön, dass du da bist. Das hier ist Night Team 4 und ich finde es ziemlich cool. Das Problem ist bloß, ich weiß es ernsthaft nicht, ob ich zu dumm bin oder ob da wieder ein Fehler passiert ist. Weil vorhin haben wir uns tatsächlich... vorhin gab es tatsächlich einen Fehler im Tutorial. Und ich glaube, das könnte jetzt tatsächlich auch wieder passiert sein. X-Keyscore Forensics initiated. Was echt schade ist. Ich glaube, wir machen dann auch an dieser Stelle mit dem Spiel Schluss, weil ich weiß es gerade halt ernsthaft nicht. Und servus Linus Lacker. Das Ding ist, das hier ist ja der Bodyguard, soweit ich weiß, ne? Das ist ja der Josh Wallace. Und wenn ich dem Briefing richtig zugehört habe, ist der Josh Wallace tatsächlich dem, weil ich mir gedacht hätte, dass ich reinhacken sollte. Die Frage ist aber, wir haben ja jetzt aber über den die Daten bekommen, von wegen, was für WLANs der so besucht hat. Und genau, also warte mal, was ist das hier? Haben wir hier gesehen, so Vitel Washington DC, das war das, wo der drin war im WLAN beim unserem tollen anderen Menschen. Hier haben wir auch gesehen, Sofitel Washington DC, das heißt, konnten schon mal rausfinden, dadurch haben wir sein Handy überhaupt erst gefunden. Die Frage ist jetzt halt, wir haben jetzt auch hier in diesen Notes tatsächlich gefunden, wo er denn jetzt ist, also wo denn hier dieser Hardware-Job wäre, was schon so klingt als Drone and Imagery Intelligence active. Okay, weniger
Also ist tatsächlich weniger Handhalten und so, ne? D151. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach nach ihm suchen. Drone and imagery intelligence active. Warte mal, das einzige Doofe ist, dass ich das jetzt halt echt kopieren muss. D15B524. Drone and imagery intelligence active. B524. Na, es ist. Warte mal, habe ich es jetzt doch markiert und kopiert? Gut. Man muss nur wissen, wie, dann funktioniert doch alles oder so ähnlich. Finden wir denn in der Gegend? Target not found. Okay, das hat leider nicht funktioniert, weil der nicht in der Gegend ist, wo wir hin sind. Frage, wir können leider halt auch keinen. Können wir Google verwenden, um rauszufinden, wo das Sofitel Das klang doch vorhin nach so einem WLAN. Connection completed. Hier, als wir. Wir hatten noch vorher mit Aerodump von den WLANs rausgefunden. Ja, nur die Black Suit Lounge ist jetzt eher nix. Können natürlich aber jetzt mit allen nochmal handshaken und dann nochmal die Logs runterladen und dann auf Glück hoffen, dass wir den richtigen finden. Ist ein bisschen lame. Achso, warte mal, eigentlich hätten wir natürlich mit der hier anfangen sollen. Genau, weil immer wenn wir hier so draufklicken, dann öffnet sich das Handy. Und nur wenn es spielrelevant ist, dann öffnet sich auch tatsächlich hier diese. Network intrusion module initiated. Network intrusion module initiated. Network intrusion module initiated. Network intrusion module initiated. Ich geb's ja zu. Network intrusion module Network intrusion module initiated. Network intrusion module. Network intrusion module initiated. Könnte auch mit mehr Logik an die Sache rangehen. Warte mal. Das. Information gathering module initiated. Was? Okay, anscheinend muss ich doch erst wieder Aerodump hier ausführen. Bisschen dumm eigentlich. Weil jetzt funktioniert's. So. Ja, der Bildschirm, der sieht super fancy aus. Das ist richtig geil. Warte mal, das sind ja die. Okay, wir müssen schauen. Der hier. Wer ist denn diese dritte Person? Network Intrusion Module initiated. Schade. Network Intrusion Module initiated. Ich habe die richtige Person gefunden. Geilo. Wir haben ihn. Wir schauen uns mal kurz, was er so für Krempel noch so hat. $140 by Thursday, all paid for, checked account.
Backup plan, standby, wait for my signal board. If you don't hear from me by 12:15, we have a problem. It's not probably kosher. It's not completely kosher. Send me that manifest again. So. Und Gami, ich habe leider kein Orwell. Und Linus Lacke, ja. Das. Ich sollte mich aber zu dem Handy von dem hier vorhacken, zu dem JG. Oder wie heißt er doch? JG. Weil der ist die wichtige Person hier. Oh, vielen Dank, Gami. Thank you, JG, nice. Oh, nice ist der tatsächlich. So heißt der Typ also. Hatten wir den nicht vorhin hier? Nee, nicht bei dem. Sondern... Ist das hier mal... Network Intrusion Module initiated. John Nice. So heißt der. Ist das ein Arschloch? Der JG, der versucht sich geheim zu halten, indem er nur seine Initialen verwendet, was halt auch schon dumm ist, normalerweise. Also wenn du wirklich ein Hacker bist, dann nimmst du irgendwas, was null mit dir zu tun hat. Irgendein Name. Und dann passt schon. Okay, ich schau mal kurz. So, warte. Zack, zack. Warte mal, ich schau mal noch kurz. Ja, ich habe noch mal kurz nachgeschaut, habe ich tatsächlich nicht. Ja, funktioniert. Vielen Dank. Voll cool. Auf das Spiel bin ich auch tatsächlich schon länger scharf, so. Also wir haben jetzt tatsächlich den Namen von einem Hacker, ey. Ach, ja. Voll dumm. Egal. Genau. Das ist nicht so wichtig, aber wir haben doch jetzt hier... Ja, der ist jetzt auch nicht mehr wichtig. Wir haben nämlich jetzt... Wir haben den zweimal. Lol. Network disconnected. Connection completed. So. Contacts, Truth Hub. Ja, da haben wir es doch. Jack Tucker. Supplies! Oh, Sepcard, herzlich willkommen. Und an alle deine Zuschauer und Zuschauerinnen, schön, dass ihr da seid. Da kommt der Rudel Raid. Hallo, hallo. Schön, dass ihr da seid. Wir spielen gerade Night Team 4. Cooles Hackerspiel. Connection completed. So, genau. Du, dich kann ich mal schließen. Wir haben uns gerade hier zu unserem eigentlichen Menschen vorgehackt, den wir hier wollen. Deswegen müssen wir jetzt ein neues Aircrack aufmachen. Information gathering module. Oh, krass. Initiated. Hallo, liebe Maden. Hallo, Sepcard. Hallo, Lex. Hallo, Mercy Maus. Hallo, Priya. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen in mir. Genau, herzlich willkommen in mir. In meinem Kanal und bei mir im Kanal. Schön, dass ihr da seid. Wie geht's denn? Und Guyver. Servus. Yay. Genau. Herzlich willkommen an alle Maden. Vielen Dank, Priya, für den Follow. Yeah. Genau, wir spielen hier dieses coole Hackerspiel. Ich muss kopieren. So. Network Error. Please try again. Turbine C2 Registry initiated. Anscheinend hat das nicht funktioniert. Gut. Es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn wir wirklich uns einfach so einfach auf seinen Hotspot verbinden hätten können. Das wäre schon hardcore. Weil das ja doch der tolle Hacker sein soll.
Ja, Follower-Only-Chat, da können ja doch alle wieder mitchatten, was ich auch will. Ihr sollt ja alle mitreden können. Genau, wir aktivieren hier das Mikrofon und beenden vermutlich dann damit das Missionenlöser. Hören wir mal zu. It's a pleasure seeing you again. How's your daughter? The little one's adjusting well. It's been a bit of an undertaking. That's the Raymond. Ready for kindergarten, but Debbie is nothing if not a patient mother. That's good to hear. I'm sure that this will benefit them nicely if all goes well. Should we get started with the details? Yes, let's. One moment. You're aware of my policy on electronics at the table, correct? Of course, I've already turned my phone off. Muting it is just fine, but thank you for your discretion. In regards to our recent hardware and real estate purchases, are you happy with how everything's transpired so far? Yes, all of the money was delivered on time, just as you said it would be. I keep my word and pay my debts, Senator. What about yours? Hold on. I gave you every single item you asked from the auction, and more. What could I have possibly missed? There was a matter of the heavy materials that you left out of the last international shipment. I believe it was listed as a M136AT4. I can do a lot with a warehouse full of weapons, but without the big guns. You know damn well I kept my word. That's not for debate. Nor do I have the authorization to. You did not. It is, and you will get it for me. Do not lie about your influence. $500,000 is a lot of money, and it doesn't just buy the trimmings for the backyard fence, if you understand my meaning. You've already paid, and I don't offer refunds. You should know that. Every cent of that investment is already in use for other projects of mine. And there was no agreement about that batch, just a bunch of ideas. Right. There's a favorite line of mine from the Good Book. It served me well in times of stress and confusion. Do you read, Senator? I do, but I haven't read the Bible all that much. What's that got to do with anything? I'd like to think that my mother named me after a particular part of it that's slowly becoming a favorite of mine. She taught me to never tell a lie, and I've kept that promise consistently since then. Business dealings are not an exception to that rule. Perhaps I could convince you another way. Now quit the theatrics, Nice. I'm not giving you a freebie just because you think that I said something that I most certainly did not. If you want more, you have to pay more. You, of all people, should know how this line of work goes. Do you love your family, Raymond? Excuse me? You're a family man. I've read your file. You're not doing this for selfish reasons. You want your wife and your children to be secure for the rest of their lives. If I'm correct, Sarah should be getting out of her first day at Yorkshire in just under an hour. Do you really want to jeopardize our relationship over such a silly oversight? No. Yes, you do. I, however, would like to turn that ship around before you make a terrible mistake and cannot reverse course. So, about those launchers, we'll be requesting double the original amount of units. Get them shipped out by the end of the month, and we're good. Fine. You don't need to be an asshole, you know. Sometimes results require negotiation. I negotiate. Wait, what about... They'll be fine. I have to think over the status of our future dealings, but I'm not an unreasonable man. The next drop will be at 920 FM, 1960 Road, next week. The usual time. Don't be late. Thank you. You won't be disappointed. Keep it that way. We're done here. I think you're freaky and I like you a lot. I think you're freaky and I like you a lot. I think you're freaky and I like you a lot. I think you're freaky and I like you a lot. Vielen Dank für den Horus Brier und vielen Dank für deine Unterstützung. Genau, wir haben jetzt hier dieses herausgefunden, was hier so abgeht. Deswegen habe ich ganz in meine Fresse gehalten. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ich war so still. Aber ich habe im Chat mitgeschrieben. Genau. Also,
Gummy, viel Spaß in der Dusche. Mach aber nichts, was ich nicht auch machen würde. Was ziemlich viel inkludiert, aber egal. Und, genau. Ja, Geiber, was hast du rausgefunden in der Flasche? Wie spät ist das denn? Ist das schon spät genug oder machen wir noch ein Stück? So. Ah ja, genau, Seppgard, was gab's denn eigentlich bei dir heute zum Zocken so? Solange erzähle ich, also während du schreibst, erzähle ich dann auch mal hier. Oh ja, Gami, Nachtbaden hört sich gut an. Genau, dieses Spiel hier, das ist Night Team 4. Dafür gibt's auch auf Steam eine Demo. Ich glaube, ich habe sie auch schon vorhin mal verlinkt. Aber ich kann sie auch einfach nochmal verlinken. Das ist ziemlich cool. Ich weiß nicht, was die Demo enthält. Wir spielen hier die Beta-Testing-Version. Fliegkrempel? Flieg weg. Ich habe keinen Bock, dass du hier vor mir her fliegst. Da! Genau, warte mal. Hier, ich wollte ja den Link posten. Einmal den Link für euch alle. Falls ihr es haben wollt, da gibt es die Demo. Ich weiß aber bloß nicht, was der Umfang von der Demo ist. Ich habe hier volle Version, die Beta-Testing-Version, Alpha-Testing-Version, ich weiß es nicht ganz. Ich glaube, Alpha stand irgendwo mal dran. Aber. Network disconnected. Und ja, ne? Genau, wir spielen hier einen Agenten in einer, sagen wir mal, Cybersecurity-Firma und bekommen halt so Aufträge wie, ja, hier, die Laura Walker, also irgendwie die, was war's? Achso, wir können das hier vermutlich gerade nicht mehr raus. Achso, doch, hier. Genau, hier war's. Newstream Live wurde gehackt und wir glauben, dass die Laura Walker irgendwie involviert ist und da mussten halt über die Laura Walker ein bisschen was rausfinden, bis wir dann dazu kamen, dass wir sie gefunden haben auf der Karte und genau, und jetzt war halt dann die Folgemission, dass wir rausfinden sollen, woher jetzt hier, also wer jetzt hier die Waffen schmuggelt und was dieser Hacker damit zu tun hat und wer sein, ja, Mensch ist, der ihn da in der Gegend rumschickt. Und eigentlich weiß ich es ja schon. Das ist hier dieser Jack Tucker vermutlich. Ah. Jetzt, da wir eigentlich raus, also wissen. Achso, warte mal. Connection completed. Das ist sehr seltsam. Eigentlich, wenn wir uns mit dem Personal Hotspot von dem verbinden, dann sollten wir eigentlich Zugriff darauf erhalten. Hatte ich vorhin doch eigentlich so gehabt. Na gut, wir können Wir können natürlich auch mal versuchen, nochmal uns hier mit dem hier zu verbinden. Connection completed. Nochmal Aircrack anzumachen. Information gathering module initiated. Und dann nochmal das Sofitel zu checken. Weil dieses hier. Weil wir wissen ja jetzt die Adresse von dem hier. Und wir wissen auch, dass der im Wi-Fi Sofitel Washington DC drin hatte. Das heißt, wir können jetzt mal schauen, ob wir rausfinden können. Ja, er ist ja hier die 1284. Die 1284 war ja irgendwo. Wo waren die denn? Genau, warte mal. Er ist 3C. Dann schauen wir nochmal, ob wir ihn finden. 3C. 3C. Wo ist er denn? 3C. 3C AB D8. Genau, das ist er. Das heißt, genau, wer ist denn das hier nochmal? Network Intrusion Module initiated.
Achso, das ist hier dieser Williams, dann hier. Der ist jetzt leider nur einmal hier. Blöd. Was ist denn das hier? Network Intrusion Module. Jemand Irrelevantes. Initiated. Okay. Das heißt, eigentlich müssten wir doch jetzt mal raus. Haben wir jetzt eigentlich für X-Core eigentlich nicht mehr? X-Core Forensics. Nö. Initiated. Genau, das ist nämlich hier unser Tool, um Dinge in Relation zu setzen, da wir natürlich gegen Datenbanken irgendwie arbeiten können. Hier haben wir zum Beispiel rausgefunden, dass der Typ hier Waffen liefert, Waffen bestellt, was sich für diesen Senator nicht gehört, weil was will er zur Hölle mit Waffen? Die Frage ist halt echt, ob wir, also wir haben hier Truth Hub Inc. und aber es wird hier nichts freigeschaltet, dass wir da jetzt drauf zugreifen können. Ist ein bisschen seltsam. Genau, also wir haben hier eindeutig, dass da Truth Hub drin steht. Ich weiß jetzt bloß nicht, warum das jetzt nicht freigeschaltet wird. Information gathering module initiated. Okay, Netscan funktioniert nicht, weil wir nicht an einem VPN sind. Aerodump funktioniert nicht, weil wir nicht mit dem hier verbunden sind. Suchen wir es nochmal. Connection completed. Network error. Turbine C2 Registry initiated. Das ist ja schon unpraktisch. Information gathering module initiated. Weil warum funktioniert das nicht? Information gathering module initiated. Ne, was haben wir denn noch so für Tools? Das hier ist irgendwas. Password attack and intrusion module initiated. Das brauchen wir gerade nicht. Ach. Dinge, die über anderen Dingen drüber liegen, dann sich nicht schließen lassen. Und was ist das denn hier? Ich hab's doch gesehen. Network Intrusion Module initiated. Ah, jetzt hat er den Haken abgemacht. Gut. Connection completed. Ich hab's auch schon im Hintergrund runtergeladen. Oh, Angry Dragon, vielen Dank für deinen Host. Herzlich willkommen an alle deine Zuschauer und Zuschauerinnen. Schön, dass ihr da seid, ihr lieben Drachen. Wie geht's denn? Genau, aber nachher werde ich Dead in Finland weiter anfangen. Nachher TM, also jetzt eigentlich. Wir haben jetzt auch wieder, keine Ahnung, eine Stunde, zwei oder so gespielt. Ne? Was haben wir denn, wie lange haben wir denn jetzt hier an dem Spiel gestanden? Gar nicht so lang, wie ich vermutlich hätte wollen. Genau, ich habe vor ca. 10 angefangen. 2 Stunden haben wir es jetzt gespielt. Genau. Also ich werde mal schauen, dass ich da nochmal nachfrage, wie das ist. Ob ich da jetzt einfach zu dumm bin oder ob es da wirklich zu einem Fehler kam. Weil vorhin haben wir schon 2-3 Mal angenommen, dass es zu einem Fehler kam. Aber dann war alles richtig, weil ich einfach nur nicht genau wusste, wie ich weitermachen sollte. Network disconnected. Und also das Ding ist halt, ich weiß jetzt über die Informationen, die ich hier sehe, weiß ich, dass wer es ist und so, aber
ich kann halt nichts damit anfangen, weil ich kann das nicht einfach so dem hier hinzufügen. Ich kann euch bloß jetzt diesen Passwort zeigen. Weil geht. Aber ja. Was hier sucht die? Gar nicht sucht die. Ja, auf jeden Fall finde ich das Spiel total interessant. Ich würde auch gerne nochmal den Multiplayer tatsächlich probieren. Also es gibt ja den Multiplayer. Und das fände ich total cool. Ich weiß noch nicht ganz, wie er funktioniert. Das müsste ich nochmal rausfinden. Aber eventuell, wenn ich das mal rausfinde, können wir nochmal schauen, ob wir das mal uns anschauen. Weil es wäre ja schon nice, oder? Ich hätte ja auch gerne einfach, dass ich jetzt bei ihm das GPS anmachen könnte. Dann könnte ich ihn einfach finden. Drone and Imagery Intelligence. Hive Mind Network. Active. Aber gut. Das muss mal für heute sein. Leave the game. Is shut down. Quit. Closing route access. Goodbye. Und das sieht halt insgesamt sehr, sehr fancy aus, finde ich. Ich finde es total cool.